Also, heute haben wir Dienstag, den 2. März. Wir sind in Rotenburg bei der Familie Bühme. Ihr seht, die Kühe sind schon auf der Weide. Der Pascal Bühme hat sich zur Verfügung gestellt, uns Auskunft zu geben über sein Weidemanagement im Frühling. Pascal, darf ich dich bitten, gerade zuerst kurz grob den Betrieb vorzustellen? Also, wir sind hier zu Lückisingen auf dem Betrieb von meinem Vater, Markus Bühme. Wir haben gut 64 Milchkühe mit eigener Aufzucht, 30 Hektar Land und noch Zuzucht nebenbei. Wir haben letzten Freitag, am 26. Februar, das erste Mal ausgelassen. Die Bestände waren trocken, der Boden. Und es hat bereits ein bisschen Gras gehabt, das sie eigentlich fressen konnten. Wieso haben wir bereits jetzt ausgelassen, Pascal? Kannst du uns das ein bisschen erklären? Also das Hauptziel ist sicher einmal, dass wir Bestände leicht überweiden. Damit können wir Mäusehäufen oder Trittschäden vom Herbst wieder schön zusammendrücken. Zudem werden eigentlich die rasenbildenden Gräser wieder gefördert, dass sie bestocken und so ein guter Wasser entsteht. Was auch noch wichtig ist, dass die Kühe wieder mehr Bewegung haben. Sie können wieder raus, mehr laufen. Durch die Sonne wird sie auch wieder mehr gesünder und sind eigentlich so noch fitter. Mein Name ist Remo Petermann. Ich arbeite als Lehrer und Berater am BBZ Entschöpfen, hauptsächlich für die Tierhaltung, aber auch fürs Weiden. Jetzt sehen wir hier, die Kühe sind alle draußen, haben den Kopf zu Boden und sind am Fressen. Es ist erst ganz Anfang März. Und warum machen wir jetzt das? Das hat ein paar Vorteile. Und zwar einerseits haben sich Pflanzen und Kühe in einer ganz langen Geschichte aufeinander adaptiert. Das heisst, die wichtigen Pflanzen in der Weide mögen das Beißen gut verleiden. Das ist sogar positiv, weil die Pflanzen, die das nicht gerne haben, das sind nämlich die, die wir nicht wollen in der Weide, die werden durch den Biss zurückgedrängt und die anderen werden gefördert. Zusätzlich haben wir den Tritt, der eigentlich einen positiven Effekt hat, dass mit dem Biss zusammen die Bestockung gut ist. Das heisst, wir kommen mit den dichten Rasen über und der ist nachher tragfähiger. Dann haben wir einen weiteren Effekt aus Sicht des Tieres. Die Kühe fressen jetzt bereits draußen. Fressen, hat neben dem guten Rasen und neben der Qualität des Bestands den positiven Effekt, dass die Kühe bereits günstiges Futter aufnehmen draussen, mit einer sehr hohen Qualität. Also die frisst ein paar Kilo TSI schon. Und das muss ich ja dann nicht mehr konservieren. Oder das brauche ich nicht mehr als konserviertes Futter. Und die Kühe können sich langsam von Winter auf Sommerfütter umstellen, weil sie ja nicht sich vollfressen können. Mein Name ist Stefan Emmenegger. Ich bin am BBZ Schöpfen, Lehrer und Berater Pflanzenbau. Ich tue euch jetzt aus pflanzenbaulicher Sicht ein paar Aspekte sagen, wieso das Frühjahrsweiden gut ist. Frühjahrsweiden durch Biss und Tritt fördert ausläuferbildende Gräser wie Zwieserispengras, das ich hier links vorne habe in meiner Hand, und das englische Reigras. Die haben unterirdische Ausläufer. Wenn da drauf getrampelt wird, tut das wie die Gräser zweien. Die haben einen stärkeren Wuchs, machen eine bessere Grasnarbe. An dieser Grasnarbe haben wir das ganze Jahr Freude. Wir können besser fahren, wir können besser weiden. Auch und besonders im steileren Gelände und im feuchteren Standort. Ein weiterer sehr positiver Effekt ist, dass die Tiere, wenn der Bestand noch jung ist im Frühling, Sachen fressen, die man eigentlich nicht unbedingt will. Die nehmen uns sogar Placken, die Kleinen, tun dafür uns den Bestand zu. Also das Plackenproblem wird kleiner. Noch ein paar Worte zu der Düngung. Wir schütten vor dem Weiden nicht. Sonst müssen wir zu lange warten, der Bestand wird zu alt und die positiven Effekte, die ich vorher ausgeführt habe, haben wir so nicht mehr. In dem Sinn wünschen wir euch einen guten Weidestart.